Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es darum, wie man Brüche mit Variablen addiert. Ich mache das so, dass ich Zahlenbeispiele und Variablenbeispiele direkt untereinander schreibe. Dann siehst du nämlich den Vergleich und wirst das vermutlich dann auch viel besser verstehen. Damit du es allerdings verstehst, bleib bitte bis zum Ende vom Video auch dran. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, machen wir mal Folgendes. Also erst einmal ein Beispiel mit Zahlen. 2 Drittel plus 4 Fünftel. So, das kann man ja mit der Bruchrechnung ausrechnen. Und als Vergleich dazu sagen wir mal, wir kennen die 3 hier nicht, also machen wir 2 durch x. Also aus 2 Drittel wird 2 durch x. Und bei 4 Fünftel kennen wir die 5 nicht, also 4 durch y ist gleich. So, erst einmal nur die Zahlen. Wie findet man einen gemeinsamen Nenner? Nun, wir haben hier 3 als Nenner und hier haben wir 5 als Nenner, daher multiplizieren wir miteinander. 3 mal 5 ist 15. Das heißt, wir bringen beide Brüche auf 15 im Nenner. Und so machen wir das hier auch. Wir haben einmal x im Nenner und einmal y im Nenner und die multiplizieren wir miteinander. Hier oben war es 3 mal 5 und hier unten ist es eben x mal y. Also bringen wir den Nenner auf xy. Mal 5 ist 15 und x mal y ist eben xy. Fehlen uns noch die Zähler. Um von 3 auf 15 im Nenner zu kommen, müssen wir mit 5 multiplizieren. Daher machen wir das auch im Zähler. 2 mal der 5 eben ist 10. Und um von 5 auf 15 zu kommen, müssen wir mit 3 multiplizieren. Daher machen wir das auch im Zähler. 4 mal 3 ist 12. Dasselbe Spiel machen wir jetzt hier unten. Wir möchten von x auf xy kommen, also müssen wir mit y multiplizieren. X mal y ist xy, daher multiplizieren wir auch im Zähler mit y. 2 mal y, also 2y. Und dasselbe auch hier hinten. Wir haben y im Nenner und wollen auf xy kommen. Daher müssen wir mit x multiplizieren. Das machen wir auch im Zähler. 4 mal der x ist eben 4x. So, und jetzt können wir ausrechnen. Erst einmal nur mit Zahlen. Wir haben hier 15 im Nenner und hier 15 im Nenner. Daher auch im Ergebnis Nenner 15. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die Zähler addieren. 10 plus 12 ist 22. Dasselbe gilt, wenn wir Variablen haben. Wir haben hier xy im Nenner und hier auch, daher auch im Ergebnis. Xy. Und jetzt addieren wir einfach die Zähler. 2y plus 4x. 2y plus 4x. Das ist der neue Zähler. Oder der Ergebniszähler. Also hier haben wir einfach die Zähler addiert, daher machen wir das hier unten auch. 2y plus 4x. Und das Ergebnis ist dann 2y plus 4x im Zähler und xy im Nenner. Du möchtest die Bruchrechnung noch ein bisschen üben? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du für das Video ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.